Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Agina Trader. Und wenn Sie Perlentauchen hören, dann immer mit Carsten Berger verbunden. Freue ich mich, dass wir das Webinar heute machen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Ja, wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken. Bitte Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Webinar nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Okay, dann nochmal offiziell guten Abend, Carsten. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm und ja, wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Ja, danke Nelson für die Ankündigung. So, dann werde ich mal den Bildschirm übertragen. Da muss ich mal schauen, welchen wir da nehmen. Nehmen wir mal den. Auch ich muss ja immer mein Webinar ein bisschen einleiten. Also schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Es ist hell um 18 Uhr. Die Sonne scheint hier in Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin. Und ich begrüße euch herzlich zum Webinar. Ich habe schon gesehen, in der Einleitung, verschiedene Leute, die jetzt hier drauf sind, auch schon aus meinen Coachings. Erstmal dafür schönen Dank, dass ihr dabei seid und das nochmal nutzt, einfach, hier auch nochmal Fragen zu stellen, die ihr natürlich auch immer individuell an mich richten könnt über Skype oder per E-Mail oder bei uns in der Perlentauchergruppe, die wir bei Slack, haben. Und, dort findet ein reger Austausch statt. Coaching-Fragen werden heute nachbereitet. Perlentauchen hat nichts mit in dem Sinne Tauchen zu tun. Ich tauche auch gar nicht, sondern mal mit dem Schnorchel im Urlaub wollte das immer mal machen. Das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, zu sagen, beim nächsten Mal, wenn ich irgendwo bin, wo die Wassertemperatur mehr als 25 Grad hat, werde ich auf jeden Fall mal so eine Tauchlehrgang machen und das mal versuchen, damit ich dem auch gerecht werden kann. Dann mache ich auch dementsprechend ein Foto davon. Sehe da bestimmt nicht so glücklich drin aus in dieser Tauchermaske, aber das werdet ihr dann mitbekommen. Ich Warum dachte, du bist Perlentauchen? das im Bild hier. Ja, es könnte ja sein, aber da ist keine Taucherflasche. Das stimmt, das könnte sein. Ja. Den Schnorcheln, also Schnorcheln geht schon. Ja. Fragt mich nur, wer mich da fotografiert hat. Das stimmt. Ja, und warum Perlentauchen? Ja, wir suchen halt, sage ich mal, so nach den Aktien, die halt meistens oben stehen in den Performance-Listen. Das nenne ich dann immer die Outperformer, die sogenannten Perlen. Und wir suchen die Fallen Angels im Endeffekt, wenn man sagen kann, die gut sind in einer fundamentalen Ebene, die dann bei extrem starken Abverkäufen, wie wir sie in der letzten Vergangenheit ja hatten, sage ich mal, auffallen durch hohe Volumina und dann handeln wir nach bestimmten einem Setup, das ich habe. Und dann kam mein Freund mal darauf, okay, und hat gesagt, das sind Perlen, was du machst, du tauchst ja im Endeffekt nach Perlen, so kamen wir auf diesen Begriff, weil ich schon mal gefragt wurde, ob ich selbst Taucher bin. Okay, dann Risikohinweis auch von meiner Seite aus, alles, was ich hier sage, dient im Endeffekt nur der Darstellung meines Handelsansatzes. Das ist keine Anlageberatung, sondern hier müsst ihr euch natürlich selbst informieren und natürlich stellt den Handel mit Finanzinstrumenten, insbesondere CFDs, dies natürlich ein besonderes Risiko dar. Das bin ich, Carsten Berger, noch 52 Jahre alt, Diplom-Verwaltungswirt bin ich gelernt, habe jetzt natürlich den anderen Job jetzt hier als Coach. Lebe, wie gesagt, in Rangsdorf, 10 Kilometer von Berlin entfernt. Ja, 1987 habe ich schon angefangen, mich mit Aktien und Fonds zu interessieren. Habe dann schon relativ früh in Fonds investiert, die ich auch wirklich bis zu diesem Jahr gehalten habe und auch immer wieder zugekauft habe. So eine Art ETF-Sparplan war das, aber auch immer mit Einmaleinlagen. Immer wenn es stark bergab ging, habe ich halt dazugekauft und habe das erste Mal. Ich glaube, es war am 26. Februar, das habe ich auch bei mir auf der Homepage geschrieben, wirklich alles verkauft. Und das war eine schwerwiegende Entscheidung, das zu fällen. Aber aufgrund Corona und, sage ich mal, das, was da im Vorfeld passiert ist mit dem Markt und meinem Marktklima, was da ein bisschen angeschlagen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt musst du mal alles locker machen und das in Bargeld umwandeln. Jetzt bin ich noch nicht voll investiert, im Gegenteil. Ich rechne immer noch damit, dass das nochmal wieder zurückkommt.
Spätestens in der zweiten Berichtssaison der Unternehmen werden wir da vielleicht noch einige Überraschungen erleben. 1994 habe ich dann angefangen, selbst mit Aktien zu handeln, aktiv auf Tagesbasis. Damals gab es noch gar nicht so viele Intraday- und Realtime-Plattformen so wie heute. Ja, das ist auch sehr teuer gewesen. Damals hatten wir noch ein 56K-Modem und da musste man ja noch pro Minute bezahlen für langsame Daten und Realtime-Daten waren da fast gar nicht mehr erschwinglich. 2013 habe ich dann eine Plattform gefunden, den Agina Trader. Warum habe ich den gefunden? Ja, weil ich eigentlich viele Tools benutzt hatte, wie Excel und Internetseiten, um dort meine Strategie irgendwie darzustellen. Und ich brauchte eine Plattform, die das alles irgendwie vereint miteinander. Und da bin ich auf den Agina Trader gekommen und habe mich da halt sehr reingefuchst in die Software, war auch einer der ersten, der diese Lizenzen erworben hat dafür und habe dann auch die entsprechenden Videos gemacht, weil es damals sowas gar nicht gab. Und dann habe ich über 120, 30 Videos gemacht für den Agina Trader, um da den Leuten, sag ich mal, den Usern ein bisschen unter die Arme zu greifen und die voranzubringen für diese wirklich super Software, die sehr komplex ist, aber mit der man halt seinen eigenen Handelsstil sehr gut abbilden kann, wenn man weiß, wie es geht. Deshalb habe ich dann auch das Coaching übernommen für diese Software, wer also seine eigene Strategie dort abbilden will und so einen Handelsplatz, so wie ihr ihn nachher sehen werdet, selbst logisch aufbauen wollt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich kann euch dann, wenn wir das besprechen, kostenlos bei einer Stunde oder einer halben Stunde Infogespräch austauschen, dann vielleicht sagen, ob ich das realisieren kann oder nicht. Also euch entstehen dann auch für diese Anfragen gar keine Kosten. 2015 habe ich dann begonnen, meine eigene Strategie dort zu coachen. Das kam auch wieder aus dem Coaching heraus von dem Agina Trader, wo halt Leute, sag ich mal, die sich den Agina Trader haben erklären lassen, auf meinen Rechner geschaut haben und haben gesagt, okay, das ist ja, zeig doch mal, was du da machst. Und so fing das halt dann an. Und da sah der Arbeitsplatz vorher noch etwas anders aus. Ich habe den jetzt so optimiert, dass jetzt, glaube ich, sag ich mal, jeder verstehen kann, was ich damit meine und wie ich das umsetze. Und so ist das bis jetzt. Was erwartet euch in diesem Webinar? Der Titel sagt schon, letztendlich ist das Index analysieren der erste Schritt, den ich da immer tue, wenn ich meine Strategie habe, weil wir wollen ja wissen, wo, was passiert in den Märkten. Das kriegt man am schnellsten mit in verschiedenen Indizes, ja, um das abzugleichen. Und dann natürlich zu erklären, was ist denn überhaupt die Perlentaucher-Strategie? Dann haben wir diese Indizes im Blick, schauen uns an, was machen die gerade, was sind denn halt immer so die wichtigen Punkte, auf was achte ich, das erkläre ich dann mal kurz. Und wir schauen heute und ich auf die Watchliste, da habe ich glaube ich gar nichts drin in dem Moment oder sie ist veraltet, weil ich seit 1,5 Wochen bei mir, sage ich mal, sehr eingespannt bin, was dem Haus anbelangt, diese Angelegenheiten, so Handwerker und so weiter. Und da habe ich 1,5 Wochen nichts gehandelt. Das heißt, im Endeffekt schauen wir jetzt wirklich mal rein, was ist jetzt eigentlich interessant an Werten, so drei, vier, die ich dann in der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen versuche, sage ich mal, mir in mein Depot zu legen. Natürlich könnt ihr auch mal eine Aktie, die ihr gerne mal analysiert haben wollt, aus Perlentaucher-Sicht, auf was ich da achten würde, mir zuschicken hier in den Chat einfach oder in die Frage und dann können wir da mal einen Blick drauf werfen. Okay, für die, die immer wieder dabei sind, die wird es kurz, sage ich mal, langweilig, aber ich gebe mir Mühe, das schnell durchzuziehen diesmal. Was ist das in Perlentaucher-Strategie? Wir fangen mit Indizes an. Ne? Wir schauen uns den Index an, die einzelnen amerikanische Indizes, deutsche, Gold, US und so weiter, um zu sehen, wo fließt denn das Geld eigentlich hin und was sind die starken Indizes. Damit treffe ich halt eine Auswahl. Wenn ich den Index ausgewählt habe, ob ich S&P oder Nasdaq oder DAX oder SDAX nehme, dann gehe ich natürlich auch vom Timing aus, ist das gerade günstig, dort einzusteigen oder bin ich da halt teuer? Thema Haribo-Tüte ist teuer, sage ich immer, oder die Haribo-Tüte ist billig. Und natürlich kann ich daraus, wenn ich den Index ein bisschen lesen kann, auch mein Depotrisiko steuern, denn wenn das immer weiter steigt, der Wert, dann erhöht sich mein Risiko natürlich, dass es einen Rückschlag gibt. Ja, und das kann ich auch darüber steuern. Wenn ich weiß, ich habe den Index, meinetwegen den SDAX ausgewählt und die Titel, die da drin sind, und ich habe einige Signale und vielleicht sogar viele Signale, dann macht es Sinn, nochmal einen Blick auf die Branche zu werfen.
Denn wenn ich meinetwegen 20 Signale habe und kann aber nur 5 Werte in mein Depot aufnehmen, dann macht es doch Sinn, noch einen Blick auf die Branche zu werfen. Und auch da treffe ich dann eine Auswahl und sage zum Beispiel, Gesundheit wäre jetzt gut und Immobilien meinetwegen. Und dann schaue ich, ob die Signale, die da reinkommen im SDAX, ob das aus dieser Branche herrührt. Und wenn das ein Immobilienwert ist oder ein Gesundheitswert, dann würde ich halt diese bevorzugen, weil das natürlich auch starke Branchen sind. Ja, jetzt habe ich wieder einen kumulativen Punkt für mich, der in meine Richtung geht. Und dadurch kann ich meine Signalvielfalt schon mal reduzieren. Timing spielt natürlich da auch eine Rolle. Wann gehe ich da rein, wenn der Kurs oben ist von der Branche, im Bollinger Band oder eher unten, dann ist er relativ billig, da bin ich eher zu Hause. Und wenn ich die weiß, dass die Branche, wie eben schon erwähnt, die Branche ist, die besonders stark ist für Long Trades dann auszuwählen ist, dann schaue ich natürlich auch, welche Aktien sind denn untereinander in der Branche die besseren. Ja, es gibt ja mehrere Immobilienaktien und natürlich auch mehr Gesundheitsaktien. Und welche sind denn da die Player, die im Moment gerade vorne stehen? Wir werden es nachher sehen. Es ist total spannend, mal zu schauen, was die EU-Sektoren, Quatsch, die EU-Indizes machen, insbesondere die deutschen Aktienindizes und welche Player dort immer wieder im Depot auftauchen sollten. Ja, das ist dann zum Beispiel Shop-Apotheke, das ist eine TeamViewer, das ist eine Encavis, das sind alles Werte oder eine IVU, die lange, lange die Player waren und auch immer noch sind. Und es gibt immer wieder Einstiegspunkte, wenn man diese Aktien einmal gefunden hat, wie so ein Rasterscan, die einem natürlich eine enorme Arbeit abnehmen, weil man nicht immer jeden Tag nach neuen Aktien suchen muss, wenn man diese gefunden hat. Man bleibt dann halt irgendwann da hängen, hat die gekauft, dann ist die halt im Depot, man hat einen Teilverkauf gemacht, man wartet darauf, dass die Aktie sich weiterentwickelt, dann wird sie vielleicht ausgestoppt oder man verkauft sie. Aber insgesamt stimmt das Grundgerüst in dieser Aktie und man wartet dann einfach wieder, bis er wieder anspringt. Und dann nimmt man die Aktie wieder auf. So brauche ich dann halt nicht andauernd immer jeden Tag mir eine neue Aktie suchen, weil wenn die gut läuft, dann habe ich die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres 10, 15, 20 Einstiege in so eine Aktie zu finden und sogar meine Position aufzubauen und zu erhöhen. Und immer wieder Teilgewinne dabei rauszunehmen. So, was ist dann alles aus dem Guss beim Perlentaucher? Logischerweise die Strategie, also die Perlentaucherstrategie. Dazu gibt es natürlich auch gleich die Handelsplattform in dem Sinne, und zwar meinen Handelsplatz. Ja, den Angina-Trader müsst ihr natürlich selber erwerben oder ihr habt ihn schon. Und dann gibt es meinen Handelsplatz, den ihr heute sehen werdet, letztendlich obendrauf. Diesen vollwertigen Handelsplatz, den gibt es im Moment nur für Aktien, das heißt auch für real gehandelte Werte am Aktienmarkt oder an der Börse. Und wird dann halt mit dem sukzessive Erweiterung der Handelsinstrumente bei FX Flat, ja, ETFs kommen dazu und weitere Aktien, wird dann dieses Tool dann auch vollwertig in dieser Struktur auch für FX Flat vorhanden sein. Ist es aber noch nicht, muss ich dazu sagen. Aber diesen Handelsansatz kann ich euch trotzdem damit schon mal nahelegen. Und dann gibt es natürlich auch eine Ausbildung, weil ich es einfach nicht toll finde, wenn man einfach irgendeine Tools verkauft und damit keine Ausbildung verbindet. Für mich ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Und zwar gibt es halt ein 5 Stunden Coaching, das heißt eine Installation live 1:1 per TeamViewer oder per Skype, je nachdem. Und wir schauen dann, wie wir das miteinander verbinden. Und zwar hole ich euch bei eurem Wissensstand ab. Ja, das heißt, persönliche Installation und Bedienung wird erklärt. Dann natürlich auch eine Einführung in die Strategie. Und zwar hole ich dich da ab, wo individuell dein Vorwissen ist und setze genau da die Punkte, wo der Schlüssel dazu ist, das zu verstehen, was ich mit meiner Strategie im Endeffekt bewirken möchte. Ja. Und das alles 1:1 im Gespräch. Wird auch aufgezeichnet, logischerweise per Videos. Man kann das dann abrufen. Man hat einen eigenen Downloadbereich bei mir und kann das dann natürlich auch später in der Perlentauchergemeinschaft dort immer wieder Fragen stellen, direkten Kontakt zu mir oder auch zu den anderen Perlentauchern, die da drin sind. Und man kann gucken, welche Watchlisten ich habe oder welche Trades ich mache. Und wenn man keine Zeit hat, selbst zu screenen, kann man sagen, okay, ich schaue da mal rein.
Da nehme ich mir ein, zwei Aktien von Carsten und dann versuche ich dort diesen Trade nachzumachen. Was biete ich noch an? Auf meiner Homepage seht ihr bei Trader Coach Leistungen und Services, seht ihr, dass es Vergünstigungen gibt, insbesondere hier für FX Flat natürlich. Wenn ihr dort den Agena Trader habt zum Beispiel, dann würde ich den Agena Trader bei euch installieren, wenn ihr ein Konto eröffnet dort oder halt die erweiterten Listen für CFDs euch zusenden. Ja. Also wenn ihr ein Konto eröffnen wollt bei FX Flat, könnt ihr bei mir raufklicken, dann bekommt ihr auch noch eine Stunde Coaching gratis. Was ist in meinem Perlentaucher-Tool mit drin? Das ist im Endeffekt die Installation meines Handelsplatzes. Das ist ein Index-Timing, ein strukturierter Aufbau. Man handelt Outperformer. Man kann das Marktklima bestimmen. Das machen wir heute. Und weiter. Wichtig ist im Endeffekt, dass ihr auch noch eine 6 Monate Mitgliedschaft im Wert von 120 € in der Perlentaucher-Gemeinschaft habt und 2 Stunden Bedienungscoaching, 3 Stunden Strategiecoaching oder wenn ihr die Bedienung schon beherrscht, natürlich dann mehr für die Strategie zum Coaching verwenden könnt. Und ihr kriegt 20% Rabatt, falls ihr noch anschließende Coachings braucht. Bis jetzt hat noch keiner meiner Schüler ein anschließendes Coaching gebucht, der diese Perlentaucher-Schulung so genossen hat. Das finde ich toll und das finde ich auch super. Und ich beantworte auch viele Fragen einfach so eins zu eins in der Gruppe. Ganze kostet 990 € und wer dazu Fragen hat, das nochmal sehen will, kann sich gerne ein kostenloses Gespräch bei mir auf der Homepage reservieren. Ja. Infos zum Perlentaucher-Paket könnt ihr einfach bei tradercoach.de finden und zwar unter Start, Leistungen, Coaching. Oder schickt mir einfach eine E-Mail an cb@tradercoach.de. Okay, jetzt genug erzählt. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen und zwar seht ihr jetzt hier den Agena Trader reinschweben. Okay. Und wo wir immer anfangen, ne, im Agena Trader, wie im Buch zum Lesen, links nach rechts strukturiert, ja, gehen wir da durch. Erstellter Handelsplatz mit verschiedenen Tabs hier oben. Ja, den End-of-Day-Screener, den lasse ich außen vor. Da ist fundamental eingestellt. Es geht darum, das Marktklima zu bestimmen. Immer der erste Schritt, und zwar die Indizes sich anzuschauen. Was ich immer mache, das sage ich auch meinen Schülern immer, sortiert mal die Sache hier nach der Trenddynamik, die ich hier eingebunden habe. Und dann schauen wir uns im Endeffekt von oben nach unten so eine Art wie so ein Ranking an. Und das Erste, was ich immer sehen möchte, ist, ob die Volatilität zum Beispiel höher ist als der Index, ja, der Bezugsindex. Und das sieht man dann zum Beispiel hier, wenn ich mal die Nasdaq jetzt nehme. Wir sehen jetzt hier rechts die Nasdaq. Das ist der Tageschart und darunter sehen wir die Volatilität. Und immer wenn die schwarze Linie über die rote geht, gibt es ein, also unter die rote Linie, also muss kleiner sein, also die Volatilität, schwarze Linie muss kleiner sein als die rote Linie, dann gibt es einen positiven Impuls und zwar für Long Trades. Und um das mal zu verdeutlichen, hier kann man das schlechter sehen, ja, aber immer wenn die oben ist, ist es im Endeffekt negativ, der Markt fällt. Hier ist er wieder oben, der Markt fällt, kurzfristig oben, kurzes Fallen, kurzes Fallen, kurzes Fallen. Hier ist er lange oben und der Markt fällt drastisch. Ja, dann baut sich die Volatilität wieder ab und seitdem steigt sie auch weiter. Wenn man das im Chart sehen will, dann klicke ich ja hier mal auf Marktklima, mache das mal ein bisschen größer. Und schiebt mal hier den zusammen. Dann kann man nämlich das sehen. Wenn ich hier auf Marktklima klicke, dann habe ich hier das Signal. Und immer wenn es grün wird, macht es hier einfach mal wahllos in den Chart. Immer wenn es grün wird, gibt es halt eher einen Long-Impuls im Index als einen Short-Impuls. Ja, wenn die Kerzen schwarz und weiß sind, bleibe ich dem Markt im Endeffekt fern oder handle halt dann eher Short. Man sieht hier mit Beginn, ja, wenn die Volatilität abnimmt, dass der Markt halt einen Impuls hat zu steigen. Nimmt die Volatilität zu, ändert sich das Ganze. Und man bekommt einen guten Hinweis und ein gutes Timing dann dahin und ist dann nicht so verkehrt, wenn man mit der abnehmenden Volatilität handelt. Ja, das ist im Endeffekt, da brauche ich gar nicht
kann ich reinscreen den Chart, wo ich will. Und das ist auch nicht retrograd jetzt irgendwie verändert, sondern es ist so, der Chart der Vola bleibt ja gleich. Ne? Heißt also, erste Grundregel ist, ist die Volatilität niedriger als mein Vergleichsindex, dann habe ich das im Endeffekt positiv nutzen für meine Analyse und sagen, okay, ich gehe jetzt auf Long. Ja, das heißt, generell bin ich Long ausgerichtet. Ist das nicht der Fall und ist hier im Endeffekt der Chart schwarz oder weiß, die man hier sieht, das war, glaube ich, der 20. Februar, am 26. Februar habe ich dann die Reißleine gezogen oder am 25. hier bin ich halt raus im Nasdaq-Bereich und eher im deutschen Bereich die Aktien rausgeschmissen. Und jetzt sieht man, seit einiger Zeit ist jetzt hier schon wieder die Volatilität zurück und der Markt steigt dann halt weiter. Ja, die Vola hat auch abgenommen, man sieht das an den Kerzen. Wenn ihr diese Kerzen seht, dann habt ihr es sehr schwer, hier irgendwelche Trades einzugehen auf Tagesbasis, weil halt auch der Future natürlich in der Nacht noch aktiv ist, aufgrund der veränderten Handelszeiten, die jetzt schon länger aktiv sind. Für den normalen Anleger sehr schwer, das dann halt nachzuvollziehen, weil dann bei der Öffnung des Kassamarktes dann meistens riesen Gaps entstehen und dann kriegt man halt eine Aktie long teuer eingebucht oder halt dann im Rücklauf, wenn sie Rücklauf wieder zurückgeht, der Markt, dann halt die Aktie, die man long gekauft hat, wird dann wieder ausgestoppt, ja, am nächsten Tag mit einem Gap nach unten. Sehr schwierig zu handeln, dieser Markt. Deswegen ist halt diese niedrige Volatilität, die jetzt hier schon auch angezeigt wird, man sieht das mit der schwarzen Linie, logischerweise einfacher zu handeln als in so einer Phase. Ja, Intraday kann man das sehr gut nutzen, wenn man da letztendlich Aktien hat, die dann halt große Schwankungen von 10-15% hat. Wenn man die richtig herausfindet und die Zeit hat, das zu verfolgen, kann man das machen. So, Marktklima ist sauber, sage ich mal, in dem Fall. Und das zählt dann auch für den deutschen Markt, weil wenn der amerikanische Markt funktioniert, dann funktioniert meistens auch der deutsche, was die Volatilität anbelangt. Wenn ich vom Ranking her sehe, dann sehe ich, dass halt der SDAX und der TecDAX besser, etwas besser notiert in der Trenddynamik als die Nasdaq. Und in der Tat ist es so, dass TecDAX wieder besser notiert. Ja. Und das ist genau der Grund, warum ich dann halt schaue, ja, muss ich denn unbedingt am amerikanischen Markt unterwegs sein oder ist im Moment der deutsche Markt vielleicht sogar besser? Von daher eine gute Sache, das zu vergleichen. Ja. Beim SDAX würde ich jetzt hier vorsichtig sein, weil ich natürlich noch den Deckel drauf habe vom SMA 200. Und man sieht hier auch, dass man die Wochenwiderstände, die hier auflaufen, nicht mehr so weit weg sind. Das heißt, ich habe hier einen doppelten Deckel und zwei Sachen, die jetzt nicht so doll für mich sprechen, für den SDAX. Genauso wie, was habe ich hier? Ausgeblendet habe ich die. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte keine Zeichnung ausblenden. Zeichnung anzeigen, klickt man dann wieder. Dann müsste es wieder gehen. Ja, geht. Dann sieht man natürlich hier noch ein Gap, ein Down Gap. Und das liegt natürlich genau auf diesem Niveau. Das wäre schon mal ein drittes Argument, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und was ich natürlich auch mal sage, was macht das Volumen? Das Volumen war hier extrem hoch, ja, bei dieser weißen Kerze. Und wenn ich hier das Tief nehme, dann läuft das auch hier lang. Also hier scheint irgendwie ein Punkt zu sein, wo ich jetzt nicht unbedingt noch long drauf satteln muss und da hoffe, mit Gewalt, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Das heißt, den SDAX würde ich jetzt erstmal nicht bevorzugen. Und das heißt dann auch weiter, dass ich den SDAX natürlich auch nicht für Einzelaktien aus diesem Bereich unbedingt nutzen muss, ja, die da mit dem Titel drinstehen. Gibt auch Ausnahmen, aber generell würde ich dann lieber den TecDAX nehmen, weil der sieht ja anders aus. Wir haben hier den 200er unter uns. Das ist schon mal schön. Ne? Wir haben das obere Bollinger Band berührt, das ist auch schon mal eine schöne Sache, weil das meistens dann so ist, der Kurs läuft zurück und geht dann wieder in die ursprüngliche Richtung, nämlich nach oben weiter. Und wir haben einen Wochenwiderstand, der hier am, ich sag mal, am All-Time-High liegt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Platz, besser als beim SDAX jedenfalls. Also wäre jetzt von dem deutschen Markt das der präferierte Markt, den ich halt handeln würde und daraus die entsprechenden Aktien. Ja.
schaue ich mir mal den amerikanischen Markt einfach nochmal an, den S&P 500, der ist hier weiter unten. Ja, der ist auch schon unter den Weltindex, der hier im Endeffekt meine Benchmark ist. Da sehen wir ja eine ganz spezielle Situation. Auch hier ist der Deckel drauf, ja, SMA 200. Ja, ist ja immerhin doch eine signifikante Marke. Und Wochenwiderstand haben wir hier nicht. Wir haben eine Wochenunterstützung unter uns. Das ist schön eigentlich, weil die relativ nah ist. Jetzt spielen wir aber hier schon eine Weile Ping-Pong. Ja? SMA 200, Pong wieder zurück, Unterstützung, Ping, Pong, Ping, Pong. Und ich bin kein Ausbruchshändler, weil ich ja nicht weiß, was hier sich danach, sag ich mal, abspielt. Und ich möchte halt immer abwarten, geht durch und dann kommt er auch wieder zurück. Und dann habe ich ja wieder eine Unterstützung unter mir, nämlich den SMA 200 und diese Wochenunterstützung. Und wenn ich mir das Volumen anschaue, ja, schauen wir mal, zack, ja, unten spielt jetzt keine Rolle mehr, aber hier oben spielt es eine Rolle. Da ist hohes Volumen und das ist diese Kerze hier und das am Tief. Auch die bietet bei der Unterstützung einen hohen kumulativen Punkt, weil es nämlich genau auf einer Wochenunterstützung liegt. Ja. Und wenn es hier durchgeht, dann ist es natürlich auch wieder widerstandsmäßig etwas schwieriger, da durchzugehen. Also habe ich diejenigen, die hier drüber sind, über dem Wochenwiderstand, der ja einmal Widerstand war, jetzt Unterstützung ist, mit auf meiner Seite. Ja, wenn ich da long trade. Aber wie gesagt, noch ist da der SMA 200 drüber und das möchte ich halt nicht. Ja, deswegen halte ich mich aus diesem Index raus und aus diesen normalerweise darin befindlichen Aktien. Ja, außer es gibt eine super mega Branche, die jetzt top performt. Aber generell ist das nicht mein Index. Und wenn ich mich ja beschränken muss auf Instrumente und eine Auswahl treffen kann, und ich bin ja nur, sag ich mal, die meisten sind ja nur nebenberufliche Trader, die haben ja nicht endlos Zeit, jetzt hier 12.000 Aktien zu analysieren. Da habe ich auch gar keine Lust zu bei dem Wetter. Sondern sage ich mir, okay, TecDAX läuft, dann schaue ich mir einfach die Aktien, die 30 an, die im TecDAX sind. Dann spare ich ja einen Haufen Zeit, ne? Dann brauche ich mir den anderen Käse gar nicht angucken. Beim Dow Jones ist ja genau das Gleiche. Der steht auch da unten, da brauche ich mir den gar nicht mehr anschauen. Und ich will ja Outperformer handeln, das heißt, die besser sind als der Weltindex. Und da leuchtet hier die grüne Lampe auf. Ja, Marktklima ist sowieso grün, da leuchtet hier die Lampe. Und beim Outperformer leuchtet hier die Lampe auf, die mir sagt, okay, das sind die Indizes, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und dann gehe ich einfach von oben nach unten durch und bleibe halt beim TecDAX für Aktien hängen. Und wenn ich auch Rohstoffe hier drin habe, ja, zum Beispiel wie Silber, dann ist das schon interessant, wo man da gerade ist beim Silber und ob man das gerade braucht, das Silber, oder ob man jetzt nochmal einsteigen sollte. Das ist halt die Frage. Und zwar, ne, ist da ja 200 da, wir sind da drüber, das ist schön. Wir sind aber mitten in einem riesen Widerstandsbereich und wir haben hier unterstützenderweise auch noch ein Gap. So, darunter, da ist es schön. Und wenn ich dann weiterschaue, wo das Volumen hoch war, dann ist das auch in diesem Bereich hoch und es ist dort hoch. An diesem Tief auch wieder die Zone. Nummer zwei, kumulativer Punkt. Und jetzt hier oben reinzugehen, ist natürlich Harakiri, weil der Wert mit Sicherheit hier wieder zurückläuft. Ja, und wenn das der 20er hier nachkommt, das ist ja auch eine Zeitfrage, ein, zwei, drei Tage, dann bin ich eher der Freund, der hier versucht, dann bei auftretender Stärke wieder reinzugehen. Entweder selbst in einen Silber-ETF oder halt die entsprechenden kanadischen Silberaktien. Bin jetzt nicht der Experte für, aber könnte ich dann dafür nutzen. Man muss aber damit rechnen, dass der Markt jetzt hier nochmal zurückkommt. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Aufwärtsgap, was ja auch noch unterstützend ist. Statistische Analysen sagen da, dass die gerade im amerikanischen Markt Aufwärtsgaps eine sehr gute unterstützende Hilfe sind, sage ich mal, für den Chart. Schauen wir uns mal den Russell an, da werde ich auch mal gefragt. Ja, Russell 2000, da sieht man mal, dass die Breite der amerikanischen Aktien da gar nicht so goldgelb aussieht. Ja. Wenn man das hier oben mit der Nasdaq vergleicht, ja, das sind die speziellen großen Werte. Die kleinen Werte, die in der großen Anzahl im Russell 2000 sind, die kriegen extreme Probleme mit der wirtschaftlichen Situation in Amerika und die kriegen das auch zu spüren. Das sieht man auch im Index. Da ist im Moment, sage ich mal, nicht so der Handlungsbedarf.
weder long noch short. Wir sind hier seitwärts unterwegs. Wie gesagt, ich konzentriere mich auf den TecDAX. Wäre der nächste Schritt also einfach mal zu schauen, den Screener EU anzuschmeißen und mir hier den TecDAX mal reinzulegen. Manchmal dynamische Listen brauche ich nicht, ich brauche statische Listen. Hier habe ich schon mal vorsortiert die EU-Indizes und das sind die, die ich im Moment alle drin habe. Brauche ich ja gar nicht, habe ich ja gesagt. Schaue ich mal nach dem TecDAX und schwupps, habe ich die alle hier drin. Kann die hier nach meiner Trenddynamik sortieren und habe dann hier oben, nehme ich mal das Symbol ein bisschen nach vorne schieben. Was haben wir hier drin? Da freue ich mich. Der Thorsten, wenn ich deinen Namen nennen darf, freut sich auch sehr, denn der hat diesen Trade auch gemacht. Ich habe hier 5 Minuten eingestellt, weiß auch nicht. Wir reden ja vom Tagesschart. Und ich sehe, Thorsten, du wirst glücklich sein. Deine Position läuft weiter in die richtige Richtung. Ja? 2 Kaufsignale erhalten. Er ist hier unscharf über diesen Signal eingestiegen, hat hier seinen ersten Teilverkauf gemacht, super gemacht. Und das Ding läuft sogar noch weiter. Also ein Top-Trade, Thorsten, super gefunden. Und ich sag mal, Platz hast du noch. Ne? Das wird auch eine gute Aktie werden, auf jeden Fall, weil die halt auch schon mehrfach das gemacht hat, was wir halt wollten, halt Kaufsignale in der Stärke hinein gebildet und sie führt jetzt im Moment den TecDAX an. Was hat das zur Folge? Warum handeln wir Outperformer? Warum? Ja, weil einfach das drinsteht. Ne? Wenn 3,6% oder 8% in der Woche gemacht wurde bei so einem Wert, dann steht das in der Börse online oder in anderen Zeitungen. Ja. Und dann steht da die Top 5 und dann schauen alle drauf und sagen, puh, ich habe gar nicht die DLG, die hat 8% gemacht letzte Woche. Ja, und wenn die nächste Woche wieder drin steht, dann kaufe ich die mal. Und so bleibt das Ding halt. Und die kaufen ja nicht einfach Leute einfach so, sondern das sind halt Aktien, die halt besonders weit oben stehen und die möchte ich halt dann auch handeln. Und in dem Sinne habe ich dort halt ein Long-Signal, was halt auch kausal passt. Warum passt das? Wir haben hier eine Wochenunterstützung. Wir haben hier ein hohes Volumen, ja, an dieser Kerze. Das Tief dient als Unterstützung. Das hat der Thorsten super erklärt, auch in der Gruppe. Und dann finden wir Stärke und das Signal. Und dann gehen wir hier nach oben long. Ja. Teilverkäufe machen wir immer. Rate ich auch sehr dazu, weil es die Equity-Kurve auf jeden Fall glättet. Und weil ich ja nie weiß, ob das hier ein Ding wird, wo ich sagen kann, ja, der geht hier bis oben, weiß ich nicht, bis 50. Ich habe keine Glaskugel, das weiß ich nicht. Ja. Ich muss ja das nehmen, was kommt und ich habe auch eine Ewigzeit. Solange der da oben langläuft, ist es schön und da muss man sich entscheiden, lasse ich den etwas länger laufen, dann muss ich auch mit Rückschlägen rechnen oder mache ich Teilverkäufe an Extrempunkten. Ja. Das ist halt immer noch mit der persönlichen ja, Psychologie verankert, gibt man gerne was ab. Ich selbst mag es eigentlich nicht so, ewige Trends zu handeln auf Tagesbasis, sondern ich nehme mir lieber diese Bewegung, weil Einstiege bekomme ich ja immer wieder, ja, auf der Long-Ebene und auch auf der Short. So, was haben wir hier? Wir haben im Moment kein Korrektursignal. Ich kaufe ja immer gerne aus der Korrektur. Das war bei der Telekom, die ist aber nun nicht mehr so top of the pops hier oben. Die ist schon unter der Benchmark. MDAX, CDAX, SDAX, TecDAX sind besser als die Telekom. Eigentlich beschäftige ich mich dann auch nur mit Aktien, die hier ist der TecDAX als Index und da ist die Benchmark vom TecDAX und die Aktien, die da drüber sind, sind eigentlich meine Ansprechpartner. Das heißt, auch von den 30 Aktien muss ich mir eigentlich nur die angucken. Ja. Jetzt habe ich aber kein entsprechendes Kaufsignal in der Korrektur. Logisch, weil sieht man ja, wir sind schon 3 Tage gestiegen. Und dann macht es eigentlich für mich relativ einfach, darauf zu schauen, zu sagen, okay, ist kein Signal, mache ich die Kiste wieder zu und warte, bis der Markt wieder zurückkommt. Dann kriege ich auch wieder ein Signal. Das ist eigentlich nicht so schwer. Kann ich mir vorher meinen Rasen sprengen. Wenn ich aber das nicht aushalte, dann habe ich hier einen Umkehrstab. Der ist aber nicht verortet in der Korrektur oder sonst wo, sondern den schaue ich mir an. Dann sage ich, okay, jeden Optik hat einen Umkehrstab. Dann sehe ich den. Und dann muss ich mir selber sagen, will ich den jetzt in der Situation kaufen? Und dann könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr den hier kaufen würdet in der Situation. Würde jemand jetzt die in Optik kaufen? Kann er ja mal reinschreiben in die Frage. Ja, nein. Oder er schreibt einfach ja, nein. Oder manch einer hat vielleicht eine Begründung. Oder einer schreibt rein, nö, würde ich nicht kaufen. Warum? Dass er hier im Chartbild sitzt. Mal sehen, ob ich da was lesen kann. Zack. Ob jemand was schreibt. Vielleicht kann der Nelson noch einen Blick werfen.
Ja, habe ich im Blick, aber bis jetzt hat sich noch keiner getraut. Ah, Hat jetzt sich kommt noch die keiner. Antwort. Ja, okay. Kannst du den Chat sehen oder? Ich habe den noch nicht rausbekommen. Okay, also dann lese ich mal kurz vor. Nö, Rüstungskonzern. Nein, in einem kleinen Widerstandsbereich. Tieferes Hoch. Ja, geringes Volumen und Hammer. Also bis Ja, jetzt 2 zu okay, 1. passt uns. Ja, okay. Also die fundamentalen Dinge, die spielen bei mir nicht so eine Rolle, weil wenn ich mich da auch noch reinfuchsen würde, dann würde ich wahrscheinlich nur noch vorm Rechner sitzen. Und dafür, sage ich mal, ist mir dann die Zeit doch zu schade. Aber generell spielen natürlich auch so eine Ansichten, ob es Rüstungskonzern ist, natürlich auch eine Rolle. Hier würde ich einfach mal sagen, gut erkannt, wer den Wochenwiderstand hier sieht, der sieht ja schon mal, er hat schon mal reagiert. Und der Umkehrstab ist toll, der ist nett, der ist auch nicht so schlecht verortet. Ich habe ihn aber lieber am letzten lokalen Tief verortet als so mittendrin. Und wenn man hier schon wieder reagiert auf so eine Widerstandszone, dann schaue ich mir auch immer wieder an, okay, was macht eigentlich das Volumen an so einer Widerstandszone? Wo ist das hoch? Ne? Ich habe hier relativ easy, sieht ja jeder, ne? So ein Ding. Kann man auch sich orange anzeigen lassen. Dann kriegt man hier die Unterstützung und sagt man, okay, hier ist das, was passiert. Hier habe ich ein Gap. Das dient als Unterstützung und komischerweise reagiert der Kurs genau da. Auch am 20er, wenn man das weiß, und am Tief liegt wahrscheinlich noch Kaufinteresse. Das heißt, wenn ich hier unten kaufe, habe ich natürlich noch ein höheres Potenzial. Muss wissen, wie komme ich in den Markt rein. Und wenn ich hier oben reingehe, dann habe ich schon eine ganz schöne Candle. Ja, und dann ist halt die Frage, ob ich das noch möchte, dass ich das Potenzial nur habe, also die Möglichkeit. Weil hier muss ich ja vorher irgendwie schon meinen Teilverkauf wieder rausgeben, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass hier das Ding einfach so weiterläuft. Kann passieren, weil ich habe lieber eine Aktie, wo hier nicht die rote Ampel an ist hier darüber, also ein Widerstand. Und schaue halt auch, dass ich halt da das Volumen auf meiner Seite habe. Das heißt, hier unten muss es hoch sein, ist okay, und dann bin ich gerne in der Nähe von so einem hohen Volumen. Ja, also an der Kerze ist das Volumen hoch und hier unten Umkehrstab wäre dann besser. Kann man machen, muss man aber nicht. Bei der, na, da sieht das schon anders aus. Auch witzig, der Wert tendiert genau auf einer Unterstützungszone und ist auch schon drüber. Das ist positiv, ist über dem 20er, ist positiv. Die letzte Berührung am Bollinger Band war oben, ist auch positiv. Wir haben Rücklauf. Bin nur ein bisschen spät. Ja, da kam das Signal, da wäre ich jetzt halt schon dabei und ist halt mehr ein Ausbruchstrade. Das heißt, hier oben entweder kommt er oder kommt nicht. Könnt ihr euch auf die Watchlist packen. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, der Wert. Hier ein fettes Volumen an der Kerze schon länger her. Da oben kann es noch mal dünn werden. Na, schauen wir uns mal an, hier lokales Tief. Da wird er sich ein bisschen schwer tun, da drüber zu kommen. Ja. Aber generell, wenn er das macht, macht er vielleicht noch ein, zwei Tage so, kommt dann zurück und dann bin ich hier lieber dabei. Ja, also das heißt, noch ein bisschen warten. Für Ungeduldige, ja, kann man machen, muss man aber mit sehr viel Irritation rechnen. So, nach oben brauche ich nicht reden. Der Umkehrstab ist für mich uninteressant, weil oben. Ja. Und dann haben wir hier noch, das ist auch eine Benchmark. Was haben wir hier? Da unten haben wir noch die Evotec. Ja, ist auch eher ein Ausbruchstrade. Ich bin lieber hier unten unterwegs als da oben. Von daher ist es relativ easy im Moment. Schauen wir uns mal Infineon noch an, wie es gelaufen ist. Die macht genau das Typische raus aus dem Ausbruchstrade, wieder zurücklaufen und dann in den Trade reinkommen, ja, bei Stärke. Das ist die normale Perlentorer-Strategie. Unabhängig davon, ob da Markttechnik ist oder nicht, sondern wir nehmen Volatilitätsausdehnung und Rücklauf. Ja, das ist da der Ansatz und das Volumen mit rein. Wenn man jetzt einfach nur mal schnell den gesamten deutschen Markt jetzt screenen will, dann nehme ich natürlich EU-Indizes, den DAX mit rein, den MDAX mit rein, den SDAX mit rein und lasse den durchlaufen. Hier unten sieht man, wie viele Bars da geladen werden. Das dauert immer ein bisschen, geht aber relativ fix, also besser als wenn ich da jetzt manuell alles mir anschauen müsste.
Und dann ist das ja auch schon sortiert, wenn ich richtig sehe. Nein, noch nicht. Muss ich noch neu sortieren. Zweimal klicken. Die Starken kommen nach oben. So. Und dann haben wir hier, habe ich ja vorhin schon gesagt, Shop-Apotheke. Ja, Shop-Apotheke. Nehme ich mal das Volumen raus. Immer hohes Volumen am Hoch. Und damit meine ich, wenn man so einen Highflyer hat, dann sollte man den auch nicht verlassen, wenn man jetzt mal hier bei irgendeinem Trade ausgestoppt wird. Sondern der sollte auf jeden Fall in der Watchlist bleiben und man wartet dann einfach wieder auf Einstiege. Ja, wenn ich den hier versäumt habe, ja, dann weiß ich im Long-Bereich, der kommt von oben das Bollinger Band, da handle ich nicht Short, sondern da handle ich Long in die nächste Richtung. Und dann kommen hier die entsprechenden Signale. Dann bin ich dabei. Muss ich jetzt noch rein? Nö, mitnichten. Also nicht auf der Zeitebene, wenn ich das brauche, braucht den Rücklauf. Ne? Und dann schaue ich halt hier das fettes Volumen. Da an der Kerze. Spätestens hier sollte der Markt anfangen aufzuhören zu fallen. Und das muss ich dann auch in der entsprechenden Kerze sehen. Also die kommt auf jeden Fall in die Watchliste. Pro7, ja, auch super funktioniert. Ja, hier raus aus dem Widerstand. Ja, der, wer hier oben gekauft hat, der hat erstmal ein bisschen Angst gehabt. Dann kommt hier der Rücklauf und da in die Unterstützungszone rein. Den Trade aufzubauen. Hier muss man schon einen Teil rausnehmen, wenn man nicht weiß, ob der Markt generell dreht. Ja, und dann kam hier nochmal der nächste Nachlauf und die Aktie läuft jetzt noch weiter. Also Pro7 ist auch nicht schlecht, hat aber hier den Deckel drauf im Moment. Wer hier rein ist, okay, bei begrenztem Potenzial. Hier würde ich jetzt einfach mal abwarten, bis die mal sich hier gefunden hat. Zalando. Ja, das ist teuer gerade, nicht gerade so doll, muss ich mir ein bisschen entwickeln. Wir warten auf den Rücklauf. Warta, ja, da ist er ja wieder, meine geliebte Warta. Hat sich lange, sage ich mal, nicht so gut gezeigt. War eher, sage ich mal, auf der Short-Ebene zu handeln, wie man hier sieht. Hat aber jetzt wieder gedreht. Ja, letzter Short-Trade hier quasi im 31. März möglich und hat jetzt gerade in jüngster Zeit angefangen zu drehen. Volatilitätsausdehnung nach oben und den Rücklauf zu nehmen. Bei entsprechenden Volumenunterstützung hier kam der Markt wieder im Endeffekt zurück. Ja, hier auch nochmal. Und hier dieser kleine Rücklauf an den 20er hat halt nicht mehr zu tieferen Kursen geführt. Und hier ein bisschen Umkehrstab, die Position aufzubauen. Nicht ganz billig, nicht so schön. Ich habe es hier lieber weiter unten, aber es ist nicht immer so möglich. Aber hier in so eine Seitwärtsbewegung hineinzugehen, wäre jetzt nicht so verkehrt gewesen. Mit einer kleinen Position auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Zoopalast hier. Zoo Plus. Wahnsinn, wie die Aktie mal gedreht hat vor einiger Zeit. Ist natürlich jetzt auch im Widerstandsbereich. Also habe ich zwei Aktien, die ich sag mal, auf die Watchliste lege. Das ist Shop Apotheke und Pro7. Und der HelloFresh ist auch auf jeden Fall ein Kandidat, der schon eine ganze Zeit immer wieder an den Turning Points hier unten sich nach oben bewegt. Ja, wo findet eine Drehung statt? Das kann man halt einigermaßen nachvollziehen. Volatilitätsausdehnung nach oben, unten kommt die Drehung und dann bekommt man hier das entsprechende Signal. Wie man in die Märkte reinkommt, ist halt immer verschieden. Der eine macht das halt per Schlusskurs. Das halte ich nicht so gut, sondern ich möchte die Kurse immer sehen, dass die halt geschlossen ist, die Börse. Ja, das Signal bekomme ich am Tag, wenn die Börse geschlossen ist. Wer denn einsteigt, kann manchmal böse Wunder erleben, dass halt der Markt 10 Minuten vor Schluss noch aussieht, als wenn es ein Umkehrstab wäre. Und dann in den letzten 10 Minuten verkauft einer eine größere Stückzahl und kein Umsatz findet mehr in der Höhe statt. Und der Preis findet halt einfach manchmal einen größeren Niedergang und der Umkehrstab ist auf einmal in 10 Minuten wieder weg. Und dann ist auf einmal ein Fullbar sowas hier, was vorher vielleicht ein Umkehrstab war. Also Vorsicht, immer Signale nehmen, die halt Ende des Tages halt auch valide sind. Ja, das muss man aushalten können, dass man am nächsten Tag dann vielleicht den Einstieg nicht mehr schafft. Das ist halt so. Da muss man halt warten, es gibt genug Möglichkeiten. So, schauen wir mal kurz auf die Branchen. Was ist denn in Deutschland, sage ich mal, in den Branchen im Moment das, was gespielt wird?
Da sehen wir hier Ressourcen, also alles, was mit Öl zu tun hat, habe ich ja auch gesagt, glaube vor 4 bis 6 Wochen war das Öl ja am Boden. Habe ich gesagt, okay, Leute, schaut euch mal Ölaktien an, Chesapeake und so weiter, Halliburton, war nicht verkehrt in dieser heißen Phase des Ausverkaufs beim Öl, sich mal das anzuschauen. Also das Öl, einer einem kostenlos vor die Haustür stellt, ist wahrscheinlich nicht längerfristig profitabel, denke ich mal. Deswegen muss der Preis ja steigen. Und von daher war es auch nicht so schlecht, da das in Aktien halt umzusetzen. Jetzt ist der Wert halt oben. Hier oben spricht wieder einiges dafür, jetzt nicht hier noch raufzuspringen. Dasselbe bei Technology. Ja, sieht schon anders aus. Ja, sehr logisch, so ähnlich wie bei der Nasdaq sind wir ja über dem 200er. Hier alles, was europäische Tech-DAX-Werte, also Technologiewerte betrifft. Gehe ich jetzt hier oben noch rauf? Nein, was will ich sehen? Einen Tag vielleicht noch hoch, 2 Tage vielleicht noch hoch, Rücklauf. Ja, auf die Watchlist legen, hier oben Longliste packen, Zurücklauf warten und im Rücklauf dann anfangen, schon Werte aus dieser Branche zu suchen. Na, wie mache ich das? Das ist jetzt hier Technology und dann gehe ich halt einfach auf den Screener EU und nehme mir mal jetzt die EU-Indizes raus, weil die will ich ja nicht haben, sondern ich will ja nur mal Werte haben, die Technology, sag ich mal, gerade beinhalten. So, dann gehe ich auf EU-Sektoren, dann habe ich die alle aufgeführt und dann muss hier irgendwo Technology stehen. Hat jetzt Technology an, dann lädt er mir alle Werte rein, die Technology sind. Und auch da will ich natürlich wieder die besten haben. Wie gesagt, wir sind ja noch im Auflaufen der Bewegung. Das heißt, wir müssen ja erst noch warten, bis sie wieder zurückkommt. Dann wird die heiße Phase beginnen, hier nach Aktien zu suchen. Das sieht man ja auch. Der Wert steigt und mein Korrektursignal greift nicht in der Tiefe, weil die meisten Werte natürlich steigen. Und dann will ich ja nicht kaufen, weil dann sind die Werte ja teuer. Ja, und das muss man aushalten können. Wenn man immer drauf springt, dann ist es auch schön, aber dann kriegt man vielleicht genau eins auf den Deckel, wenn man es gar nicht möchte. Also von daher ein bisschen Geduld macht da auf jeden Fall die Sache besser. Ein Korrektursignal haben wir, das ist hier unten das Basler. Schauen wir uns mal an, ob der Wert Sinn macht. Oh ja, der macht Sinn, aber der hat hier halt so einen Wochenwiderstand. Ne? Hier ist Potenzial gerade begrenzt. Ne? Wenn er durchgeht, ist ja fein. Wäre jetzt nicht mein erstes Asset, weil ich ja auch sehe, Moment, ich muss jetzt mal sortieren hier. Sortieren mal, wo steht Basler? Oh, steht schon ziemlich weit oben mit seinem Signal. Im Gegensatz zum TecDAX, der ist hier, also besser als die Benchmark, schon mal toll. Ist auch Outperformer. Ja, sieht man daran, dass die rote Linie besser läuft als der Vergleichsindex, deutsche Aktien hier unten, die blaue Linie. Und wenn ich in so einen Werten investiert werde, die besser laufen als die Benchmark, dann habe ich auch im Long-Bereich nicht viel falsch gemacht. Ja, weil die halt einfach besser laufen und ein Fondsmanager sucht sich ja auch Aktien aus, versucht da jedenfalls zu finden, die besser sind als die Benchmark. So, hier ist leider irgendwie der Deckel drauf, finde ich jetzt nicht so toll. Wo ist der SMA 200? Das ist schön, der ist unter uns. Okay, die Kerze ist mir ein bisschen groß. Hier sehe ich eher Potenzial als bei so einer großen Kerze, wo die Dynamik schon weg ist. Also hier unten wäre es okay gewesen, mit einer kleinen Position das zu versuchen. Ja, wenn der Widerstand gebrochen wird, ist das schön. Schaut man sich hier dieses Volumen an dieser Kerze hier, extrem hoch. Ja, hier kommt auch schon wieder ein Widerstand rein. Und dann haben wir hier am Tief letztendlich die Unterstützung, die hier genau hier aufläuft. Ja, ist ein Trade, den würde ich halt vielleicht mit einer kleinen Position machen. Wäre mir hier lieber gewesen als nach so einem großen Bar, weil da ist schon viel Potenzial weg, weil das möchte ich hier ausschöpfen. Hier möchte ich schon einen Teilgewinn wieder rausschmeißen, und den Rest sehen, was er macht. Ja. So, Korrektur haben wir nicht weiter. Sisiltronic hatten wir vorhin. Und da haben wir noch die Sand mit dem Umkehrstab. Ja, hier der kleine Umkehrstab. Das Schöne ist hier im lokalen Hoch. Macht mir da keinen Sinn. Ich will lieber aus der Korrektur kaufen. Okay, dann habe ich euch mal ein paar Einblicke gegeben, ein paar Indizes, den TecDAX bevorzugt letztendlich und die TecDAX-Branche, sage ich mal, angepriesen, zum mal zu schauen, einen Rücklauf zu gucken und dann in die entsprechenden Aktien.
Jetzt könnt ihr gerne mal eure Fragen stellen. Und schauen wir doch mal rein. Fragen, Fragen, Fragen. Habe ich sie echt rausgekriegt? Super, jetzt muss ich bloß noch groß kriegen. Okay. Wenn ihr Fragen habt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, sie zu stellen. Der Uwe hat vorhin geschrieben, um 18:04 Uhr, bei ihm ist kein Bild. Okay. Ich hoffe, Uwe, du hast wenigstens Ton. Wird aber alles in Ordnung übertragen. Ja, ich denke mal auch. Wenn nicht, musst du dir die Aufzeichnung angucken. Das ist ja auch möglich. Okay, haben wir keine weiteren Fragen? Ich weiß, lese ich keine. Ja, es ist eine Frage reingekommen, ob du Okay. auf Quartalszahlen achtest, und gehst du davor aus einer Position raus? Genau, ganz wichtig, ich habe da mal zu was geschrieben, einen Blogbeitrag. Es ist immens wichtig, natürlich immer, sage ich mal, up to date zu sein, was Quartalszahlen anbelangt. Denn ich muss immer wissen, welche, sage ich mal, Situationen gibt es. Es gibt die Situation, dass ich gar keinen Trade habe, also ich bin außerhalb, bin flat. Dann muss ich wissen, wann hat das Unternehmen Quartalszahlen, weil wenn ich davor reingehe, muss immer noch genug Zeit sein, dass sich der Wert dorthin entwickeln kann, wo ich ihn gerne sehen will, nämlich in Gewinn. Und wenn er nur 3 Tage Zeit hat, dann wird es halt schwierig, dass er die Performance erreicht, ja? Weil ich will ja noch ein bisschen Potenzial haben. So bin ich in einer Position drin und die Quartalszahlen rücken näher, dann muss ich mich zwei Sachen fragen. Und zwar die erste ist, wo steht meine Position? Ist sie, sagen wir mal, 20% im Gewinn? Oder ist sie 20% im Minus? So. Und jetzt muss ich mein Risiko managen. Und zwar mein Risiko der gesamten Position. Weil wenn ich 20% vorne bin, kann ich recherchieren, welchen Durchschnitt die Aktie hinlegt, wenn Quartalszahlen kommt und wo die schwankt. Also wenn die jetzt 5% plus und minus macht im Durchschnitt, dann kann ich das aushalten, wenn ich 20% vorne bin. Ja, dann kann ich das Ding stehen lassen. Bin ich aber 20% hinten, dann möchte ich vielleicht dann nicht mehr diese Position haben, wenn ich dann noch vielleicht 25% hinten bin. Also das würde ich dann nicht machen. Das heißt, ihr müsst immer schauen, was ist die durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktie zu den Earnings? Und da müsst ihr euer Risiko bestimmen. Bin ich nur 5% vorne und die schwankt um 5%, dann würde ich diesen Trade schließen und mir danach die Aktie, je nachdem, ob sie nun 20% gestiegen ist oder nicht, auf die Watchlist packen und versuchen, wieder reinzukommen. Sicherlich ist es ärgerlich, wenn das Ding auf immer 20% steigt und ihr seid long. Aber ich kann euch sagen, man ärgert sich besonders, wenn die Aktie um 50% fällt, ja, weil auf einmal eine Dividende gestrichen wird oder so. Also da bin ich eher ein Freund von, sage ich mal, ruhigen Schlafes und Glücksspiel, ist dann halt nicht so mein Ding. Wenn man das auf der langen Sicht sieht, sind Quartalszahlen Auswirkungen sicherlich plus minus null. Ja, wenn ich jetzt 40 Jahre lang trade, dann werde ich wahrscheinlich darauf kommen und sagen, ja, ist eigentlich wurscht, weil manchmal geht es hoch oder manchmal geht es runter. Aber für den Moment in meinem Depot macht es halt für die Equity-Kurve nicht so viel Sinn, dieses Risiko einzufahren. Also ich bin dann für Teilverkäufe auf jeden Fall Risiko einfach Gewinn realisieren. Meinetwegen zum Teil, lasst euch eine kleine Position offen, wer das halt braucht. Zu sagen, ich bin 30% nach oben mitgelaufen, weil die Aktie positiv gemacht hat und der Kurs sich auch entwickelt hat. Macht euch darüber Gedanken auf jeden Fall und seid informiert. Ja, gestern erst im Coaching jemanden gehabt, der hat gesagt, mein Fehler war es im Endeffekt, ich habe gar nicht gewusst, wann die Quartalszahlen haben. Und dann kamen sie und dann ist das Ding runtergegangen. Ja, passiert auch, man lernt daraus hoffentlich. Wird das Webinar aufgezeichnet, sehe ich gerade vom Roland. Ja, klar, ist aufgezeichnet. Steht dann auch bei FX Flat und bei mir auf der Homepage als Link zur Verfügung. Dauert ein bisschen, aber ist auf jeden Fall drauf. Beim Uwe sehe ich, das hat sich erledigt, das Problem. Super. Okay, dann habt ihr jetzt nochmal eine Chance. Wer also noch Fragen hat, raus damit.
Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, Wird auch hier naja. geschrieben. Hast du gut erklärt. Ja, ich gebe mir Mühe, also dass man das so einigermaßen versteht. Ist Naja, bestimmt ein man hat komplexer. aber. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur Nein, sagen, man hat ja natürlich immer noch die Möglichkeit im Nachgang, wenn man sich jetzt hier noch nicht getraut hat oder die Frage erst später dann in den Kopf kommt, dir natürlich zu schreiben. Du hast ja die E-Mail-Adresse ja auch schon gezeigt. Gerne ich kann auch sie an uns nochmal schreiben einblenden. und wir leiten das dann weiter. Also das ist ja kein Problem, ne? Aber bitte, ich Genau. wollte dich nicht unterbrechen. Nein, das ist schon, alles okay. Ich war auch soweit fertig. Gut. Dann tatsächlich ist nichts mehr reingekommen. Dann verabschiede ich mich schon mal. Vielen Dank, dass Sie heute teilgenommen haben. Aufzeichnung kommt ja voraussichtlich dann nächste Woche online. Genießen Sie die Tage jetzt, die restliche Woche, wenn Sie traden. Passen Sie auf Ihre Position auf. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und ja, vielen Dank, Carsten. Natürlich dir auch noch einen schönen Abend und viel Erfolg. Und gerne hast du das Schlusswort. Ja, auch von meiner Seite aus wünsche ich euch einen schönen Abend. Genießt die Zeit. Morgen ist ja Vatertag, kann es sein? Ich glaube ja, oder? Also Ja, ist richtig. passt auf, ne? Alkohol und Auto passt nicht zusammen, auf keinen Fall. Und vor allen Dingen, wenn ihr nicht betrunken seid und fahrt Auto, dann passt auf die auf, die betrunken sind, weil die können vors Auto laufen. Also bitte passt auf euch auf und habt Spaß. Ja? Okay, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wann sehen wir uns das nächste Mal? Wann sehen wir uns das nächste bei Wir FX4? haben bald 15. Juli beim. genau, so sieht Aber es davor aus. sehen wir uns noch bei dem Helpdesk für Helpdesk, FX4. genau das wollte ich sagen, ja. Das haben wir auch. Also Das ist am. für diese Webinarreihe sind Sie ja sowieso schon für die restlichen Termine entsprechend registriert. Wir haben hier den nächsten ist am 19. August. Und wie gesagt, dann Ach stimmt, bald im auch Juli habe ich ja Helpdesk. frei. Genau, das war ja der Genau, das ist ja Wunsch. verlegt, das sehe ich, genau. Und ansonsten sehen wir uns am 27. Mai zum Helpdesk an Gina Trader So Mercury. ist das. Genau. Super. Okay, Dann bis tschüss dahin, habt zusammen. eine gute Zeit, macht's gut, ciao.